Unterscheiden Sie Rohstoffe, Hilfsstoffe, Betriebsstoffe. Und oben drüber schwebt der Oberbegriff, der heißt Werkstoffe. Werkstoffe ist der Oberbegriff für Rohstoffe, Hilfsstoffe, Betriebsstoffe. Hier geht es jetzt darum, das genauer zu erklären, zu unterscheiden. Rohstoffe, Hilfsstoffe, Betriebsstoffe. Rohstoffe, und hier kommt das Schlüsselwort, sind der Hauptbestandteil des Endproduktes. Oder auch natürlich die Hauptbestandteile des Endproduktes. Zum Beispiel, wenn es um einen Tisch geht, dann wäre der Hauptbestandteil und damit der Rohstoff Holz, wenn es ein Holztisch ist. Hilfsstoffe, Sie sehen, wenn man dieses Schlüsselwort sich merkt, Hauptbestandteil, dann kann man sehr schnell das nächste ableiten, denn Hilfsstoffe sind der Nebenbestandteil oder die Nebenbestandteile des Produktes. Und wenn wir jetzt wieder unseren Tisch hier bemühen als Beispiel, dann kann man sagen, das ist der Leim. Ja, um das Holz zusammenzuleimen oder auch Nägel und Schrauben. Das sind alles Hilfsstoffe. Und Betriebsstoffe, die haben mit dem Produkt nichts zu tun. Beide hier, Roh- und Hilfsstoffe, beziehen sich auf das Produkt. Betriebsstoffe beziehen sich auf die Maschinen. Betriebsstoffe sind die Stoffe, die verbraucht werden bei der Produktion. Ja, Maschinen, wir sind also jetzt nicht beim Produkt, sondern bei der Produktion, bei der Produktion verbraucht. Wenn wir also den Tisch weiter bemühen, dann können wir sagen, das wird bei der Produktion, Betriebsstoff ist das, was bei der Produktion des Tisches verbraucht wird, zum Beispiel die Säge, die betrieben wird, ja, elektrische Säge, da wird Energie verbraucht, Strom verbraucht, ja, Öl für die Maschinen, Energie, um die Maschinen zu betreiben, Strom, um die Maschinen zu betreiben, das sind alles Betriebsstoffe. Zweimal Produkt, einmal Produktion. Betriebsstoffe bezieht sich auf die Produktion des Produktes. Rohstoff und Hilfsstoffe beziehen sich auf das Produkt selber. Einmal Rohstoffe sind der Hauptbestandteil, Hilfsstoffe sind der Nebenbestandteil. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.